Ein Gesicht verfolgt Ende der 70er Jahre ganz Westdeutschland. Ein Blick versetzt ein Land, dessen Jugend langsam abdriftet, in Alarmbereitschaft. Christiane F. lebt im damals von der Mauer umschlossenen West-Berlin. Sie ist 13 Jahre alt, hängt an der Nadel und geht anschaffen, um das Heroin zu bezahlen. Jede Woche veröffentlicht das Magazin Stern einen Erlebnisbericht aus ihrem Alltag. Ein Jahr später erscheint auf Grundlage dieser Texte eine autobiografische Erzählung. Das Buch stürmt die Bestsellerlisten. Es wird in 18 Sprachen übersetzt und immer wieder neu aufgelegt. Die Schockwelle folgt auf dem Fuße. Die Drogenabhängigen werden nie wieder in gleicher Art wahrgenommen werden. Das Buch und der anschließende Film zum Buch machten aber auch eine 15-Jährige zum prominentesten Junkie der Republik. Auf einmal wusste jeder, was mit Drücken gemeint ist und wie man Age akzentfrei ausspricht. Später wurde daraus ein Bestseller und die Bibel einer ganzen Teenager-Generation. Der neue Typ Junkie ist ein junges Mädchen aus der Mittelschicht, das im Hochhaus wohnt, vormittags zur Schule und nachmittags auf den Strich geht, um ihre Sucht zu finanzieren. Ein Beispiel, dem man nicht nacheifern sollte und das dennoch fasziniert. Du bist halt einfach zu einem Symbol geworden und es belastet dich. Ja, weil das ist auch eigentlich unheimlich gefährlich für andere, wenn die mich als Symbol erkennen, weil ich selber noch auf der Suche bin nach meinem eigenen Symbol. Ich latschte über diesen Bahnsteig unter dem Kurfürstendamm wie ein Star unter Stars. Ich sah die Omas mit ihren Bündeln von Plastiktüten von Wertheim oder von Bilka zurückkommen, wie sie uns ganz entsetzt und richtig ängstlich angafften. Und ich dachte, wir Fixer sind denen doch haushoch überlegen. Sicher, wir führen knallhartes Leben. Wir können jeden Tag sterben und werden bald sterben. Aber wir wollen das eben nicht anders. Mir jedenfalls gefällt das so. Ich dachte an das Geld, das ich verdiente. 100 Mark brauchte ich jeden Tag, allein für Dope. Und da ist mir aufgefallen, dass plötzlich auf den Plätzen der Städte Jugendliche abhingen, die da vorher nicht waren, die wie Obdachlose schienen. Also Jugendliche, die offenbar in dieser Gesellschaft nicht mehr zu funktionieren schienen. Und das hat mich interessiert. Also das Thema Drogen war kein Thema in Deutschland. Und das war auch nicht anständig, das passte nicht ins bürgerliche Bild. Ich war erst der stellvertretende Chefredakteur des Stern, der fand das richtig, also abstoßend zum Teil. Weil die deutsche Jugend war eben anders. Ich fand dieses Mädchen einfach faszinierend. Was ich damit eigentlich vorhatte, kann ich nicht genau sagen, weil ich zu der Zeit 15 gewesen bin. Das ist jetzt 6 Jahre her. Also ich kann es ja nicht mehr so genau erklären, warum. Ich wollte wahrscheinlich auch einfach mal, weil mir halt, ich hatte keinen Therapieleiter oder irgendjemand, der mir hilft oder wo ich mal reden konnte. Und alles rauskotzen. Genau, das war halt einfach mal alles rauszuholen. Als ich das Buch zum ersten Mal las, hat mich das in so einen Bann gezogen. Es ist eins dieser Bücher, wo man nicht aufhören möchte zu lesen. Ich finde, dass diese Geschichte auch mal so die Decke mal weggezogen hat von dem, was schon existierte. Ja? Man hat mal gesehen, Mann, da brodelt es. Es ist was los. Ne? Das ist eine ganze Jugendkultur, die mit Drogen zu tun hat. Zu der Zeit, in der ich so unterwegs war, gab es genauso auch den Strich. Es gab auch den Mädchenstrich für junge Frauen. Ne, da Kurfürstenstraße, hinterm Zoo, wo gab es auch Prostitution. Ja, auch viele Jungs, die sich da auch praktisch eine schnelle Mark gemacht haben, mehr oder weniger.
Und das hat es noch lange gegeben, auch die Szene. Ich stieg U-Bahnhof Kurfürstenstraße aus und hatte urische Angst. Ich dachte an die Ratschläge, die Stella und Babsi immer für den Autostrich gaben. Keine jungschen Typen mit Sportwagen oder Amischlitten. Zuhälter. Ältere Typen mit Bauch, Krawatte, möglichst Hut sind okay. Am besten sind die mit Kindersitz hinten im Auto. Brave Familienväter, die mal eine schnelle Abwechslung von Mutti wollen und garantiert mehr Schiss haben als die Mädchen. Das ist für mich eine Geschichte mit Problemen, die ja doch sehr nah an den Problemen eigentlich aller Heranwachsenden sind. Und die dann aber im Extrem, extrem endet. Und das fand ich den Reiz der Geschichte, nicht einen Drogenabhängigen darzustellen. Na, vor allem, weil man ja mit 13 noch diese Parallelwelt auch sieht, ne? Von irgendwie, oder wie sozusagen in den Medien die Realität von 13-Jährigen dargestellt wird. Oder wie sich die Gesellschaft das eigentlich wünscht. Und dann, wie man aber, wenn man offensichtlich drogenabhängig ist und auf dem Strich ist, sozusagen eine völlig senkrecht orthogonale Realität dazu wahrnimmt und aber das als ganz normal empfinden muss, weil sich ja die Erwachsenen dir gegenüber auch so verhalten. Ja, also das ist garantiert völlig krass. Als ein Alien aus einer anderen Welt, sozusagen, der ist eigentlich wie du, wie ihr. Also das war ja so, dass es eben wirklich sehr viele junge Mädchen gab, die halt eben damals schon ziemlich schnell auf Heroin kam und um das zu finanzieren, brauchtest du Geld. Es gab nur 2-3 Möglichkeiten, sich Geld zu beschaffen. Es war entweder Beschaffungseinbrüche, Überfälle, also Leute beklauen, oder aber halt eben sich... Ja, also ich habe mit 13 aus dem Karstadt Spielzeug geklaut. Oder auch so mit 10 oder so. Das war so Spielzeug klauen, das war so, ja, Beschaffungskriminalität. Situieren. Und das waren halt eben, gab es bei den Jungs genauso wie bei den Mädchen. Aber die Mädchen natürlich, da war der spezielle Punkt da, der Babystrich, Kurfürstenstraße. Deswegen so benannt, weil eben so viele junge Heroin-Konsumentinnen waren. Wie alt bist du? 14. Und seit wann drückst du? 1,5 Jahren. Wie viel drückst du pro Tag? Na, für 100 Mark. Wo holst du das Geld her? Zum Anschaffen gehen, also ich gehe anschaffen. Wie bist du dazu gekommen? Also ich bin in Diskothek gegangen, ja, und da habe ich eben mit den ganzen Leuten da Kontakt gehabt. Ja. Und da fing ich tatsächlich an mit Pillen. Ja. Und dann sind die Pillen langweilig geworden, da habe ich einen Sniffy gemacht, ja, und dann habe ich eben angefangen zu drücken. Ja. Hier, Babette, Babsi kannte ich auch von der Kurfürstenstraße. Da gab es ganz viele an der Kurfürstenstraße, die in ihrem Alter waren und halt eben sich wirklich täglich prostituiert haben, also Sexarbeit nachgegangen sind und teilweise wirklich von Polizei, Richter, Staatsanwälte ja auch Kunden waren, ja? Mit diesen ganz jungen Mädchen. Ne? Sie war Christianes beste Freundin. Die Stieftochter eines berühmten Pianisten war mit 14 Jahren die bislang jüngste Herointote in Berlin. Ja, einfach, und man sieht das Bild und dann den Text sozusagen, ne, das finde ich halt sehr eindringlich, fast eindringlicher als viele andere Sachen, die in dem Buch sind. Ich finde auch spannend oder toll dieses Bild von der Gropiusstadt, ja, weil das in der Tat, ne, ein spannendes Bild ist. Die Gropiusstadt galt in der Zeit als ein erstrebenswertes, weil Neubau und toll, Altbauten waren völlig verpönt und dieses galt ebenso als das, wo man gerne hinziehen wollte, bei unserer Elterngeneration. Ja, Zirkel, guck mal, wir sind ja hier alle Anarchisten im Chat, deswegen sind hier auch viele Kriminelle, weil der Staat definiert ja, was legal ist. Und wir alle haben erkannt, dass das auch oft nur, eigentlich nur Empfehlungscharakter hat, beziehungsweise es so designt ist, dass man sich, wenn man reich ist, rauskaufen kann. Das heißt, also, es gibt doch dieses Meme mit Skeletor. Er kommt irgendwie an und sagt, jede Strafe, jedes Gesetz, was mit einer Geldstrafe vergütet wird, bedeutet eigentlich nur, dass es eine Schranke ist für Arme. Und Reiche können sich das halt leisten.
dagegen zu verstoßen quasi. Die neue Stadt wächst langsam, aber sie wächst harmonisch. Sie fügt sich gut ein in die Landschaft. Ja, also wir leben ja sozusagen in einer Machthierarchie, in der es überhaupt nicht mehr üblich ist, dass die Machthierarchie sich noch irgendwie rechtfertigen muss. Und wenn man, sobald man mal kurz reinpiekst und ein bisschen nachforscht, stellt man fest, dass sie sich auch gar nicht rechtfertigen kann. Sie ist gar nicht legitim eigentlich. Sie wird nur aufgrund ihrer Macht erhalten. Sie erhält sich selbst, weil sie eine Machthierarchie ist, aber nicht, weil sie noch irgendwie das wirklich rechtfertigen könnte. Eigentlich. Sie hat schon so etwas wie ein Gesicht. Lol. Jedenfalls die Bewohner fühlen sich zu Hause. Sie haben sich angefreundet mit der Gropiusstadt, die ihre neue Heimat wurde und in der manches so schön kleinstädtisch geblieben ist, dass selbst die modernsten Fassaden noch richtig gemütlich wirken. Ja, Babsi, korrekt. Dafür gibt's eigentlich Ethikunterricht. Aber wir beide wissen, dass ein Lehrer im Ethikunterricht das nicht sagen darf, was ich hier sage. Sonst wird er direkt entlassen. Er unterschreibt einen Vertrag, in dem drin steht Staatstreue. Und das ist auch in dem Buch von Christiane F. ganz gut beschrieben. Es gab keinen Baum, keinen Strauch, es war eine Betonwüste. Keine soziale Infrastruktur, es gab keinen Jugendtreff, keine Kindertagesstätten, keine Spielplätze für Kinder. Man lernt in der Gropiusstadt einfach automatisch zu tun, was verboten war. Verboten zum Beispiel war, irgendetwas zu spielen, was Spaß machte. Mhm. Es war überhaupt eigentlich alles verboten. An jeder Ecke steht ein Schild in der Gropiusstadt. Die sogenannten Parkanlagen zwischen den Hochhäusern, das sind Schilderparks. Die meisten Schilder verbieten natürlich Kindern irgendwas. Natürlich. So lernte man also ganz automatisch, dass alles, was erlaubt ist, unheimlich fade ist. Und dass das Verbotene Spaß bringt. Ja, also ich denke auch, Sachen verbrennen ist auf jeden Fall base. Die sehr schnell gespürt haben, dass das Leben in dieser Stadt sie abtötet. Da sie nicht so recht wissen, wohin, sind die jungen Leute oft unliebsame Gäste vor den Einkaufszentren, in Parkhäusern und auf Spielplätzen oder sie werden unfreiwillig häuslich. Das ist ja auch eine total krasse Erfahrung so als kleines Kind, diese Hitzequelle so. Also meine Tochter hat das erste Mal so richtig ein Lagerfeuer so richtig wahrgenommen, als sie 3 war. Da habe ich ihr dann auch so einen Stock zum Stochern gegeben und so und dann konnte sie mal so diese physische Erfahrung machen, wie heiß das ist, wenn man da zu nah rangeht und so. Das Einzige, was man hier machen kann, ist, diesen Jugendlichen einen Treffpunkt schaffen. Und deswegen haben wir von Anfang an auf ein Konzept von Selbstverwaltung und Selbstorganisation gesetzt. Und für sie war es wichtig, sich zu treffen, ihre Musik zu hören. Das ist so ein linksradikaler Hippie da. Und dabei Kontakt aufzunehmen. Mindestens 150 Jugendliche kommen zur Sauna mit Beat, wie sie es nennen. Was halten Sie hier von den Räumen für Jugendliche? Also ich meine Mangel und Platzmangel. Ich weiß nicht, wo sich die Jugendlichen unterbringen sollen. Und sie treiben sich auf Plätzen rum und da erringen sich manche Erwachsene auf, dass irgendwie Radau entsteht. Also Sie haben uns erzählt, dass Sie nicht nur Cannabis nehmen, sondern auch andere Drogen. Wie Sie sich ausgedrückt haben, alles, was andröhnt und was irgendwie gut kommt und was ihr Bewusstsein verändert, das haben sie ausprobiert. Und irgendwann fing das mit dem Heroin an. Das waren ungefähr 30, 40 Mädchen und Jungen aus dieser Zahl von 400 bis 500, die ziemlich regelmäßig dann auch Heroin genommen haben. Das ist ein Weg, in dem sie diese Tristheit, in der sie leben müssen, überwinden wollen. Und dabei geraten sie in große Probleme. Wie soll man aus der Gropiusstadt rauskommen? Wie soll man aus einer Schule rauskommen, wo sie die ganze Stunde über nur schwatzen und Krach machen und man nichts verstehen kann? Am Ende fängst du halt selber an. Ich habe mir das die Schultasche halt also nach Hause gebracht und habe gleich die Tür wieder zugehauen und war halt dann also auf den U-Bahnhöfen. Das hat sich schon so ergeben auf dem Weg zur Schule. Überhaupt dieses auf U-Bahnhöfen rumstehen. Auf der Szene am Sound gab es alles an Drogen.
Ich nahm alles bis auf Age. Valium, Mandrax, Ephedrin, Kappis, also Kaptagon, natürlich jede Menge Shit und wenigstens zweimal die Woche einen Trip. Aufputsch und Schlafmittel schmissen wir mittlerweile gleich handvoll rein. Man konnte sich Stimmung machen, wie man Bock hatte. Der Sound, es war eine Welt für sich. Man musste hin, genau. Da ging's um Pink Floyd, Amalgama, Psychedelic, Music und so weiter. Ganz andere Sachen. Waren eigentlich gar nicht zu tanzen, aber mit Drogen tanzt du sogar die Nachrichten. Ja? Und das war tatsächlich der Sound. Genau. Es war so ein Floaten. Ja? So eine Art Schweben. Ohne jetzt sozusagen, es geht nicht um High sein, sondern wirklich auch vom Lebensgefühl. Wenn du da warst, schwebtest du aus diesen ganzen Dreck und Anforderungen und den Eltern, die so bescheuert waren und die Polizei, all dem, floatest du so weg. Aber die Wochenenden konnte ich mir ohne Sound nicht mehr vorstellen. Ich fand das Sound und die Leute da immer stärker. Das waren jetzt die Stars für mich. Sie wollte einfach irgendeine Form von Familie, Gruppe, Geborgenheit. Und das ist, kennt jeder. Und deswegen kann auch jeder zu diesem Text einen Bezug aufbauen, auch wenn er noch nie eine einzige Zigarette geraucht. Also sie hatte diesen Schmerz und diese Leere und vor allem diese Sehnsucht nach Freunden. Und das ist eben immer ja diese Clique, wo dann halt auch irgendwann das Age auftaucht. Und das war das Entscheidende. Ich sog das Pulver sofort durch die Nase ein. Alles, was ich spürte, war ein beißend bitterer Geschmack. Ich musste Brechreiz unterdrücken und spuckte dann doch eine Menge von dem Zeug wieder aus. Dann kam es aber unheimlich schnell. Meine Glieder wurden wahnsinnig schwer und waren gleichzeitig ganz leicht. Ich war irrsinnig müde und das war ein unheimlich geiles Gefühl. Die ganze Scheiße war mit einem Mal weg. Ich fühlte mich so toll wie noch nie. Sie hat das halt mal sehr ehrlich gesagt, wie scheiße auch eine Kindheit in Westdeutschland, also oder in Berlin sein kann. Ja, klar, voll. Und am Anfang war das natürlich auch dann der Punkt, wo man einfach dieser ganzen grauen Realität entfliehen kann. Und sie hatte halt diese Sehnsucht nach einem anderen, besseren Leben. Ich glaubte, ich wäre in einer Blechdose, in der einer mit einem riesen Löffel rumrührt. Der Krach dieser U-Bahn im Tunnel war Wahnsinn. Ich dachte, diesen Krach könne ich nicht aushalten. Die Leute in der U-Bahn hatten furchtbare Fratzen. Das heißt, eigentlich sahen sie aus wie immer, diese Spießer. Nur, dass man in ihren Gesichtern jetzt noch viel deutlicher sah, was für ekelhafte Spießer das waren. Ich stellte mir vor, dass diese fetten Spießer jetzt aus irgendeiner Scheißkneipe oder von irgendeiner Scheißarbeit kam. Dann gingen diese Schweinsgesichter ins Bett und dann wieder zur Arbeit. Und so weiter und so fort. Richtig am Rand. Und jetzt hatte sie halt, sie ist auf Pille und hat den Durchblick und sieht, was das alles für Leute sind. Ja, fantastisch. Also ich bin damals nicht viel U-Bahn gefahren, aber wenn dann zum Beispiel mit meinem Kanarienvogel, wenn der zum Tierarzt musste oder so, dann habe ich gedacht, okay, also es gibt diese Leute, die haben so auf Menschen wie meine Eltern und mich, die wir dann da in der U-Bahn sitzen, so einen ganz anderen Blick. Ich finde, Teil der Stärke des Buches ist die große Wut, die Christiane sich auf diese Gesellschaft und auf ihre Welt erlaubt. Und es hat mich damals wahnsinnig beeindruckt, so zu denken, oh, man könnte diese Wut auch so richtig, richtig rauslassen und sie macht es. Ich wollte unbedingt, dass Christiane meine beste Freundin ist. Ich wollte unbedingt zu dieser Clique gehören. Ich glaube schon, dass diese Kinder vom Bahnhof Zoo, also dass sie im Grunde so auch schon ein Vorläufer waren, dieser No Future
Bewegung dann auch in Deutschland. Also sie kam ein bisschen später, das Buch kam ja 78 und dann mit No Future. Und als ich Punk war, das war so vor allem in den 80er, kam das dann so richtig an. Ja, und das waren Vorreiter, ja. Oder dass man einfach auch auf die Eltern, Entschuldigung, scheißen kann. Also das haben wir ein bisschen aus diesem Buch auch gelernt. Also dass man auch gehen kann und dass man auch autark sein kann. Ja, das hat schon ein bisschen auch zur Rebellion angestiftet. Was ja based ist. Man muss dazu sagen, die Generation Christiane, also auch meine Generation, wir sind zum einen Kinder von den Eltern, die den Krieg in der Regel noch erlebt haben. Unsere Elterngeneration hat tatsächlich noch, glaube ich, über bestimmte Erfahrungen gar nicht geredet. Die meisten Eltern haben ja wirklich im Krieg Sachen erlebt, waren in der Regel traumatisiert von dem, was passiert ist und haben nie ihre Traumata aufarbeiten können. Mhm. Das geht natürlich in der Family weiter, logischerweise. Das heißt, wir waren eine Generation, die mit unseren Eltern über bestimmte Sachen gar nicht reden konnten, weil sie haben mit uns darüber nicht geredet und wir wollten auch mit ihnen nicht drüber reden. Das heißt, du bist mit deiner ganzen Scheiße, die du hattest, eigentlich alleine geblieben. Die Kriegsgeneration, die immer noch darunter gelitten hat, dass halt eben keine Zucht und keine Ordnung und ja, ihr Weltbild ist ja auch total zerbröselt, ja? Alles stimmte nicht mehr, genau. Das hieß, selber sozusagen sich, ne, also dieses Befreien von diesem Autoritären und diesem Schweigen. Das hat aber dann auch genau zu diesem Rebellischen geführt. Und zu dem Rebellischen gehörte Alkohol, Spießer. Andere Drogen, Cannabis, Heroin, cool. Ja, das war tatsächlich so eine, hatte auch ganz viel politische und eben gerade Aufbegehren gegen die Eltern. Ja? Eine Rebellion gegen das Schweigen der Mütter und Väter. Gegen diese hartnäckige Amnesie der Eltern, die größtenteils im Nationalsozialismus aufgewachsen sind. Die Luft ist wie vergiftet durch das, was unausgesprochen bleibt und verdrängt wird. Es sind die frühen 70er Jahre, eine triste, graue Zeit, Christianes Kindheit. Und es war ein unfreundliches und kaltes Klima. Ich meine, in den 70er Jahren so eine schlimme Endzeitstimmung. Man hat mir ein Stück meiner Jugend genommen. Und es war damals dieser deutsche Herbst und es war ein fieses Feeling. Da reiht sich Christiane F. auch ein in eine sehr düstere Geschichte der Bundesrepublik in den späten 70ern und 80er Jahren. So finden Sie eine sehr stark dystopische Stimmung. Sehr viele Ideen von Aufbruch und von Erneuerung, die post-68 angestoßen sind, sind gekippt. Das ist eine sehr stark resignative Stimmung und auch eine Stimmung des Ausgegrenztseins. Also man durfte nicht sagen, dass es einem total beschissen geht. Also es war immer ganz viel Fassade, es war das der Junge von der Kinderschokolade und es war irgendwie die erfolgreiche Hausfrau und so weiter. Also man hatte dann irgendwann keine Wahl, als dass alle Stories müssen immer ganz erfolgreich sein und vor allem auch alle sehen ganz gesund aus und ganz sauber und das stimmt ja nicht. Wir haben eine ökonomische Krise, der Ölpreis schockt. Wir haben eine starke sicherheitspolitisch komplizierte Situation mit dem sogenannten Linksterrorismus. Dann sehe ich wirklich nicht mehr den Unterschied zwischen dem Polizeiterror, den wir in Berlin schon erlebt haben und uns angedroht wird, und zwischen dem SA-Terror der 30er Jahre. Ulrike Meinhof ist Mitglied der Roten Armee-Fraktion. Seit Ende der 60er Jahre führt die Gruppe einen bewaffneten Kampf für eine neue Gesellschaft und einen neuen Staat. Die RAF verübt zahlreiche Anschläge, nimmt Geiseln und mordet. Eins ihrer Opfer ist Hans-Martin Schleyer, Vorsitzender des Deutschen Bundesverbands der Industrie, Arbeitgeberpräsident und ehemaliger Nazi-Würdenträger. Viele Fixer fanden die Terroristen unheimlich geil. Es gab auch Fixer, die hatten versucht, in eine Terrorgruppe reinzukommen, bevor sie mit Age ausflippten. Und als dann die Schleyer-Entführung kam, tönte mich das auch irgendwie an. Ich war eigentlich gegen jede Gewalt. Ich hätte nie jemandem was tun können. Mir wurde schlecht, wenn ich Gewalt sah. Aber ich dachte dann, die von der RAF hätten vielleicht doch den Durchblick. Man könne diese Scheißgesellschaft nur mit Gewalt ändern.
Die deutsche Regierung reagiert auf die Terroranschläge der RAF mit harten Repressionen. Es herrscht ein Klima der Angst. Armee und Polizei werden auf Landstraßen, Autobahnen und Bahnhöfen postiert. Das ganze Land wird mit einem feinmaschigen Netz von Kontrollen überzogen, um mögliche Sympathisanten aufzuspüren. Die Jagd nach den Terroristen beeinflusst das Leben im ganzen Land. Die Regierung setzt den sogenannten radikalen Erlass durch. Jeder Beamte mit Verbindungen zu linksextremen Bewegungen, angeblich oder real, muss zurücktreten. Leider ist es so, meine Damen und Herren, dass zu viel Denken und eine eigene Meinung haben in unserem Staat gefährlich werden kann, zumindest dann, wenn man Beamter werden will. Es wird ein Klima des Duckmäusertums und der Anpassung geschaffen. Also ästhetisch zum Beispiel war meine Kindheit geprägt dadurch, dass in allen öffentlichen Gebäuden, Postämtern und so weiter und durchaus auch in den Oberschulen und so diese Fahndungsplakate der Terroristen hingen, die mit so etwas groben Schwarz-Weiß-Fotos und so weiter gesucht wurden. Und das habe ich dann hier, ist ganz interessant, also diese Fotos, die dann hier auch wiedergegeben sind von den Freunden von Christiane und von den Drogentoten, das ist so von der Ästhetik her ganz ähnlich, diese Bildsprache. Und ich habe wirklich so das Gefühl gehabt, die Gesellschaft hat Angst vor diesen Menschen, sie macht sich auch Sorgen um diese Menschen und im Grunde genommen ist es aber vor allem so eine diffuse Bedrohung. Dem gleichen Herbst, in dem das Buch erschienen ist, durften wir zu Hause bleiben und anschauen, wie die befreiten Geiseln aus Mogadischu ankamen in Deutschland. Damals hatten Terroristen diese Maschine entführt, um die RAF-Gefangenen freizupressen. Wenige Stunden nach Bekanntwerden der Geiselbefreiung in Mogadischu erschossen sich in Stammheim Andreas Bader und Jan-Karl Raspe. Gudrun Enslin erhängte sich in ihrer Zelle. Ein vorläufiger Bericht ihrer Obduktion bestätigt, dass keinerlei Anzeichen für Fremdverschulden vorliegen. Und es lag sowas in der Luft von der Terrorismus, der uns jetzt 10 Jahre lang beschäftigt hat, ist besiegt, trotz aller Toten und so weiter. Und fast als wenn dann so nach dem Motto, ja, aber jetzt kommt das Nächste. Jetzt kommen sozusagen die Drogen und die Angst vor dem Terrorismus und davor, Kinder könnten Terroristen werden, wurde in meiner Erinnerung dann so in dieser deutschen, bundesdeutschen Geschichte mehr oder weniger nahtlos abgelöst durch die Angst. Terroristen werden sie vielleicht nicht mehr, aber jetzt werden sie möglicherweise drogenabhängig. Hallo Johannes. Unsere Generation. Es war eine Generation, die noch nicht es so laut rausgeschrien hat, sondern es wirklich eher in sich sozusagen für sich in ihren quasi Klicken abgemacht hat. Das ist eher die Lost Generation in meinen Augen. Wir waren eher die sehr viel nach innen. Ist ja auch der Akt des Drückens, des Fixens, ist ein autoaggressiver Akt als stiller Widerstand. Das ist das Zynische an der ganzen Geschichte, ja, dass sie erst wahrgenommen worden sind, als sie tot waren. Und so hat eigentlich auch die Politik reagiert. Die haben gesagt, diese Jugendlichen, die steigen aus, die verweigern sich und das können wir nicht zulassen. Und deswegen müssen wir diese Gesetze machen. Sie klappern die Bahnhöfe ab, durchkämmen die einschlägigen Lokale und suchen ihre Kandidaten mehr und mehr auch auf dem Strich. Rauschgifteinsatz der Fahndungsgruppe City, hier beim Streifengang auf dem U-Bahnhof Kurfürstenstraße. Die Polizei schätzt die Zahl der Rauschgiftsüchtigen auf ca. 5.000. Also zum ersten Mal wurden
dann spezielle Polizeieinheiten geschaffen und Straftatbestände ins Strafgesetzbuch geschrieben und so weiter. 1980, 81 gab es das zweite Betäubungsmittelgesetz. Und das war knallhart, weil dort wurde jeder Kontakt mit verbotenen Drogen unter Strafe gestellt, egal wie. Und die Straftatbestände wurden in die Höhe geschoben. Und dadurch, durch dieses Gesetz, hat der Staat sich ein Klientel von Straftätern geschaffen, auf das er dann reagiert hat. Mhm. Wir waren also ganz happy. Hatten jeder schon ein Viertel Dope in der Tasche und noch reichlich Geld über. Ich sah zuerst, dass Zivilbullen auf den Bahnsteig strömten. Razzia. Es fuhr gerade ein Zug ein und ich rannte in totaler Panik den Bahnsteig runter. Ich fühlte mich wie eine Gesetzlose aus einem alten Western, die gleich am nächsten Baum baumelt. Ich klammerte mich an Detlef. Als die Bullen bei uns waren, sagte einer, ihr braucht ja gar keinen auf Romeo und Julia zu machen. Los, los. Wir wurden in einen VW-Bus verladen und zur Revierwache gebracht. Und so wurden die Gefängnisse gefüllt mit Drogenmenschen. Und die Polizei hat einen ergebnislosen Krieg gegen die Drogen geführt. Bis heute ist die Sache nicht gelöst. Wir Kinder von Bahnhof Zoo war deswegen auch ein wirkmächtiges Buch, weil es eine neue Perspektive auf Heroinkonsumentinnen und die Drogenszene geworfen hat. Das klassische Bild der Zeit waren natürlich Heroinkonsumentinnen, männliche Junkies, die ungesund und krank aussehen. Und plötzlich erscheint da eben Christiane F. als Gesicht dieser Szene. Ein junges, hübsches, toughes, kluges Mädchen, was sehr, sehr viel Empathie natürlich auch hervorgerufen hat. Und Ideen von Kriminalisierung sehr schwierig wurden. Dass es eine andere Perspektive auf Drogenkonsumentinnen zeigt, die eben jetzt nicht aus der sogenannten Counterculture, aus der Gegenbewegung, aus den studentischen Protesten sich rekrutiert, sondern dass es normale Kinder und Jugendlichen sind aus den Vororten. Mhm. Weil die Botschaft war, es könnten auch unsere Kinder sein. Mhm. In Berlin haben sich Eltern zu einer Selbsthilfeorganisation zusammengeschlossen. Sie reden miteinander und versuchen damit, sich gegenseitig zu helfen. Ich versuchte, ihn irgendwie zu decken. Vielleicht war das falsch. Heute würde ich es gleich nicht mehr tun. Ich versuchte, ihn irgendwie selbst zu bewegen, dass er das nicht mehr nahm und dann eben davon allein abkam. Ich glaubte, dass das möglich wäre. Es ist schrecklich, mit einem Süchtchen zu leben. Code Red, schon das 11. Abo verschenkt. Das 11. Abo ist das wichtigste Abo. Und genauso schrecklich ist es, mit einem Süchtchen zu leben. Das ist grausam. Das haben sich zu Hause 10 abgespielt. Ich wollte schon mal vom Balkon springen. So weit war ich mit den Nerven. Man geht kaputt, Gott sei Dank haben wir uns beide gegenseitig gehalten. Es gibt aber natürlich auch sehr viele einzelne Mütter, die Kinder haben und die süchtig sind. Die Frauen sind noch schlimmer dran, die keinen haben, der ihnen helfen tut. Und es gab dann dadurch auch Fragen, wie kommt auch durch die Presse und so, ne? Was ist da los? Wieso macht gibt's da nichts dagegen? Wieso unternimmt? Was machen wir denn mit den jungen Menschen, ne? Ja, die ja Kinder sind und trotzdem eigentlich schon Erfahrungen gesammelt haben, die viele Erwachsene vorher vielleicht aus den Elternhäusern so auch in der Weise niemals im ganzen Leben gemacht haben. Und ja, welche Antworten gibt's da eigentlich? Wo können die denn hingehen überhaupt? Sie wusste ja nun, dass sie mir nicht mehr helfen konnte. Sie telefonierte ständig mit irgendwelchen Behörden und Drogenstellen rum und sah dabei immer verzweifelter aus. Denn sie merkte, dass ihr und mir keiner helfen wollte oder konnte. Für Kinder gäbe es eigentlich noch gar keine Therapie. Viele der Eltern haben sich auch zunächst an die Psychiatrie gewandt. Aber die Psychiatrie wusste mit diesen Menschen überhaupt nichts anzufangen. Das waren für sie Aussteiger, die einen Lebensstil hatten, den sie gar nicht nachvollziehen konnten. Mhm. Therapieeinrichtungen, wie zum Beispiel Synanon, hatten damals eine sehr, sehr strikt autoritäre Vorgehensweise, nämlich die Zerstörung der Suchtpersönlichkeit und den sozusagen wie Phönix aus der Asche die neue suchtfreie Persönlichkeit, die dann entsteht. Das war sozusagen so ein bisschen Konzept
Ja, und das wurde sehr straight durchgehalten. Und wir bleiben eigentlich bis zum Ende, ne? Weil einmal süchtig, immer süchtig. Also bleibst du bis zum Ende deines Lebens eigentlich in dieser Gemeinschaft. Aber es hatte in den 70er, 80er Jahren auf jeden Fall erheblich was Sektenmäßiges. Kein Zucker, kein Kaffee, kein Tee. Nichts, was irgendwie abhängig macht. Ja? Du durftest eigentlich nichts außer arbeiten und essen, was erlaubt war. Damit deine Suchtpersönlichkeit zerstört wird. Ich hatte einen ziemlichen Bammel vor diesen Therapien. Was ja die best waren unheimlich ist. Hart, erzählte man auf der Szene. Das war die ersten Monate schlimmer als im Gefängnis. Bei Synanon musste man sich sogar erstmal eine Glatze schneiden lassen. Wohl um zu beweisen, dass man mit einem ganz neuen Leben anfangen wollte. Ich dachte, dass ich das nicht bringen würde, mir den Kopf kahl scheren zu lassen und rumzulaufen wie Kojak. Meine Haare waren mir irgendwie das Wichtigste an mir. Hinter ihnen versteckte ich mein Gesicht. Ich dachte, wenn die mir die Haare abschneiden, könnte ich mich auch gleich umbringen. Ich glaube schon, dass das Tabu, was vorher um Sucht bestanden hat, also man hat ja auch über alkoholabhängige Menschen nicht gesprochen, dass es das ein Stück weit aufgeweicht hat und eben viele Menschen dazu bewogen hat, zu sagen, wir brauchen Hilfe für diese Familien, für diese Jugendlichen. Wir wollen doch nicht, dass eine ganze Generation drogenabhängig wird. Ja? Und dann hat der Staat eben angefangen, dieses Hilfesystem aufzubauen. Der erste Bericht. Man könnte den Kindern halt auch irgendwie suggerieren, dass es da sowas gibt wie Gesellschaft und Kultur, für die es wert ist, sich da rein zu integrieren. Aber haben sie halt nicht. Haben sie halt nicht da, ne? Sie haben halt eine völlig entfremdete Kackgesellschaft den Kindern da geboten. Im Abgeordnetenhaus erschienen zur Drogensituation. Ein Beschluss aus diesem Bericht war zum Beispiel, dass man einen zentralen Ansprechpartner schafft, nämlich einen Drogenbeauftragten, den man damals noch in der Jugendverwaltung angesiedelt hat, weil man gedacht hat, das ist ein Jugendproblem. Aber eine Gesellschaft ist auch nur so human, wie sie mit den schwächsten Mitgliedern umgeht. Es werden viel mehr schwache Mitglieder der Gesellschaft künftig ins Blickfeld genommen werden müssen als bisher. Und es wird uns alle viel kosten. Und dann genau, gab die schwachen Mitglieder der Gesellschaft. Ja, die müssen beseitigt werden. Es gibt eben auch politischen Druck letztendlich. Und dadurch wurden Gelder möglich und Hilfsmaßnahmen erst einmal geschaffen, die erreichbar wurden. Wie Suchtberatungsstellen, eben auch so bestimmte WG-Art. Ne? Es ist bekannt, dass es in der Bundesrepublik und West-Berlin einschließlich der Dunkelziffer 100.000 Süchtige gibt. Aber nur 1.200 Therapieplätze. Also alle Grundlagen für Drogenkonsum und Drogen, also auch Hilfesysteme, sind in dieser Zeit gelegt worden. Da war noch ein Fixer auf der Toilette, der sich gerade einen Druck gesetzt hatte. Ein total kaputter Typ, völlig runtergekommen. Ich fragte ihn, ob er mir sein Besteck ausleihen könne. Der machte das. Jetzt hatte ich aber doch urischen Horror, mir die Nadel in die Vene an der Armbeuge reinzuhauen. Was darf sein? Was brauchst du? Von allen 10. Also 10 Pumpen, 10 mal Wasser, 10 kurze Nadeln, alles 10. Alles 10? Alles 10. Alles 10. Kommt mal reichen dir 3? Ja. 10 Malte. 10 Pflaster? Kürzer brauche ich keine. Okay. Wolltest du nicht irgendwie eine Therapie machen? Also ich darf ja nur zur Therapie gehen, wenn ich keine bist. Drogen konsumiere, wenn ich clean bin. Ich muss vorher den Entzug mindestens 3 Monate ja erfolgreich hinter mir haben. Ja. Und erst dann Hallo, darf Susi. Ich zur Therapie. Ja. Und Susi, ich finde, Sappelut. Das ist totaler Bullshit. Ja. Weil es wird nicht besser. Also ich schaffe es alleine nicht. Also ich sage ja dann schon, okay, dann brauche ich Hilfe. Mhm. Ja. Super. Kann man sonst noch was für dich tun? Ah, ist okay. Könnte besser sein. Ich sage immer den Umständen entsprechend. Ja. Okay. Alles klar. Dann habt einen schönen Tag. Pass auf dich auf. Tschüss. Wir haben keinen Anspruch auf Abstinenz. Nee. Also zu uns kam jeder kommen, wie er ist.
Und natürlich auch, weil wir heute auch versuchen, eine Beziehung mit den Menschen aufzubauen. Bei uns ist das einfach mal so ein sicherer Raum, wo die einfach mal sein dürfen. Und ich finde, das ist schon sehr viel. Naja, ich glaube wirklich, dass Drogenabhängige auch als Menschen gesehen worden sind und nicht nur als Abschaum. Weil, also das Wort Junkie heißt ja nichts anderes als Abschaum. Und heute sagt man ja auch nicht mehr Junkie, sondern man sagt halt drogenkonsumierende Menschen. Das Buch Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, Christiane F., dass es in aller Munde war und dass immer da, dass viel darüber geredet worden ist. Also das, glaube ich, hat schon damit zu tun, dass Süchtige eben eine Stimme gekriegt haben, ja. Es hat einfach mal aufgezeigt, wie es halt ist, gell? Wie es halt wirklich ist. Ich sah in den Spiegel wie jeden Tag. Ich sah in ein total eingefallenes, fremdes Gesicht. Ich erkannte mich schon lange nicht mehr im Spiegel. Das Gesicht gehörte nicht zu mir. Genauso wenig wie der total abgemagerte Körper. Den fühlte ich gar nicht mehr. Er meldete sich nicht mal, wenn ich krank war. Das Heroin machte ihn gefühllos gegen irgendwelche Schmerzen oder Hunger und sogar gegen hohes Fieber. Der Körper registrierte nur noch den Turkey. Detlef ist der Freund von Christiane in dem Buch. Ist es auch die Rolle, zu der ich gekommen bin, als ich selbst Jugendlicher war, damals 15 Jahre alt? Was so viel Kohle her? Was so viel Kohle her? Da bin ich denn. Das ist so eine Szene, die spielt unten im Sound, auf der Treppe. Ne? Und ich finde, aber dazu gehört auf jeden Fall dann auch noch mal das. Das war nämlich die andere Realität, in der sie da dann auch begegnete. Die ganze Scheiße, das ist nur, weil wir drücken. Aber wir schaffen es schon noch. Irgendwann fangen wir einfach an zu entziehen. Also diese Geschichte von Christiane F., das Buch und dann später der Film, der wurde ja dann auch verwendet im Rahmen der Aufklärung, der suchtpräventiven Unterrichtsangebote, wurde es so aufgenommen. Ne? Naja, auch ein Stück weit abschreckend sollte das ja auch wirken. Seht mal hin, wie so ein Zerfall sein kann. Ne? Und Christiane F. ist im Grunde genommen der Grusel, der semifiktionale Gruselschocker der Mittelschichten, die an diesem Buch lernten, das dürfen wir mit unseren Kindern eigentlich nicht zulassen. Aber natürlich sind Lehrer daran auch interessiert. Früher sind die Kinder in der Grundschule vom Lehrpersonal mit Grimms Märchen versehen worden, also mit Märchen. Schauerromane, das ist ein Schauerroman. Biolehrer, die biologische Wirkung. Also, dann haben wir in Sovi durchgesprochen, wie das auch also soziologisch wirkt. Warum, wie man dazu kommt. Christiane F. haben wir durchgenommen, das ganze Buch. Das haben wir ein Vierteljahr dran geknabbert. Dann Therapien, Therapiearten, welche es da gibt. Und die Zukunft von ehemaligen Drogenabhängigen. Und in Deutsch haben wir dann auch noch mal Christiane F. durchgenommen. Und so langsam steht es dann allen bis hier. Also Erwachsene reagieren nicht wie Kinder und Jugendliche. Ihre Wahrnehmung ist eine andere. Und auch die Schlüsse, die sie daraus ziehen, sind andere. Klar. Und ich glaube, dass die Lehrer eher gedacht haben, das wird sie genauso erschrecken wie uns. Und insofern besprechen wir das mal. Ja, das Problem ist, ne? Dass es als Anti-Drogen-Buch gedacht war. Als, ne, seht her, was passieren kann. Was ist aber passiert? Es sind Klassen, es sind Schulbusse gekommen, massenweise, die halt eben erleben wollten, was Christiane erlebt hat. Sag mal, was macht ihr denn jetzt am Bahnhof Zoo?
Wir sehen hier die Typen so und sagen, Punker und so. Was wollt ihr sehen? Ja, wir haben da schon so viel drüber gehört. Und jetzt sind wir mal in Berlin und dann ist ja klar, dass wir sowas auch mal sehen wollen. Was macht euch da an? Was hat euch da interessiert? Kind auf dem Bahnhof Zoo, das Buch, oder flockt nach wie vor, ja? Ja. Und wie gefällt es euch hier, das Milieu? Ja, und das ist auch schon wieder so typisch, ne? Das ist schon so typische Spießerlösung, ne? Wir haben hier ein Problem. Wir beobachten, dass sich ein Teil unserer Jugendlichen komplett in die falsche Richtung entwickelt und wir finden das blöd. Wir schieben es einfach mal auf die Jugendlichen. Wenn wir den anderen Jugendlichen, die jetzt nachwachsen, denen klar machen, dass das blöd ist, dann werden sie es garantiert nicht tun, ne? Anstatt irgendwie darüber nachzudenken, warum gibt's das überhaupt, ne? Warum gibt's 13-jährige Mädchen auf dem Strich, die drogenabhängig sind? Könnte das vielleicht daran liegen, dass die Integrationsleistung unserer Gesellschaft nicht da ist oder nicht hoch genug ist, ne? Könnte das damit was zu tun haben? Dass wir irgendwie eine Scheißgesellschaft sind? Ist bedrückend, ja? Ja, überhaupt die ganze Atmosphäre hier sieht. Junge Menschen sind dadurch erst im Kontakt mit dem Drogen, mit Sound. Das Sound wäre damals fast schon pleite gewesen, wenn nicht durch das Buch nochmal dieser totale Run. Das war wirklich wie eine Pilgerreise, genau. Ich weiß nicht, ob die Christiane mir das jetzt glaubt, aber man kann sie unheimlich gut nachempfinden. Und das fand ich ganz toll an dem Buch. Was kannst du mir nachempfinden? Ich weiß nicht, die ganze Entwicklung, wie du zum Fixen gekommen bist, ist irgendwie. Und ich finde, das hat man an dem Buch gesehen, wie der ein Schritt nach dem anderen kommt. Und das die Sache ist jetzt wieder die, nur dass ich eigentlich euch jetzt wieder überrannt habe mit dem ganzen Problem vom Buch. Also, dass ihr wahrscheinlich nicht kapieren könnt, wie jemand, der ganz normal drauf ist, wie ihr plötzlich irgendwie so ein Ding in die Hand nimmt und sich das in die Venen jagt. Doch, ne? Das fand ich eben gerade, das hat man bei deinem Buch kapieren können. Ja, also, dann ist gut. Und ich weiß, ich habe das Buch also wirklich in einer Nacht unter der Bettdecke mit der Taschenlampe ausgelesen, weil es mich sofort gefesselt hat. Diese Verbundenheit mit ihr oder dieses, dass ich mir so gedacht habe, ich fühle die Frau so, ja, die hat mich dann halt auch wirklich so in das gleiche Leben reingebracht. Es war mittlerweile Frühling. Es war mittlerweile Frühling. Und draußen wurde es immer wärmer. Mit den ersten warmen Tagen im Jahr verband sich für mich ein Gefühl von Glück. Aber ich schleppte immer Probleme mit mir rum. Und ja, dieses Problem, dass wenn man so ein Narrativ aufmacht, dass das irgendwie in die falsche Richtung geht, ne? Weil man sich irgendwie anfängt, nicht nur damit zu solidarisieren, sondern dass man irgendwie sich vorstellt, dass man sozusagen dadurch sich vorstellt, wie es wäre, wenn man das jetzt selber irgendwie durchmachen müsste und irgendwie so ein romantisiertes Bild davon zeichnet, weil man ja dann mit seiner eigenen Version von sich selber diesen Offendismus nicht aushalten würde, dass das ja scheiße ist. Das ist ein interessantes Ding, ne? Ich hatte mal einen Film gesehen auf dem Fantasy-Filmfest, der heißt Seasoning House. Und das ist ein Film, der spielt irgendwo in irgendeinem Ostblockland irgendwie, ich weiß gar nicht, ob da irgendwo Bürgerkrieg war in irgendeinem Ostblockland in diesem Film. Und da ist es so, das Seasoning House ist ein Puff. Und zwar, da sind 13-jährige Mädchen und die werden die ganze Zeit vergewaltigt. Und der Film ist so aus der Perspektive von diesem Mädchen. Und der ist ein super krasses Drama. Richtig stark gemacht, richtig doller, krasser Film. Und der Regisseur war da, als wir den Film geguckt haben. Es war irgendein Fantasy-Filmfest-Ding. Und der hat hinterher erzählt, dass er den Film so machen wollte, ganz dringend, dass niemand auf die Idee kommt, dass das jetzt irgendwie erotisch rüberkommt, ne? Das war für ihn sozusagen eine schwierige Aufgabenstellung, das überhaupt so hinzukriegen in dem Film, dass nicht irgendjemand das irgendwie auf irgendeine Art und Weise irgendwie gut findet, was da dargestellt wird, ne? Und darüber hat er erzählt und das erinnert mich gerade ein bisschen daran. Das ist ja nicht so leicht, das muss man erstmal hinkriegen, ne? Und ich gehe davon aus, hier haben die Leute gar nicht drüber nachgedacht, was passiert mit Kindern, wenn sie so ein Buch lesen. Und wusste nicht mal richtig, was für Probleme das waren. Ich sniefte Age und die Probleme waren weg. Aber so ein Sneef hielt längst nicht mehr für eine Woche vor. Im Mai feierte ich meinen 14. Geburtstag. Und obwohl sie aus meiner Sicht ganz klar, um es so zu bezeichnen, ein Opfer gesellschaftlicher Fehlentwicklung, Umstände und so weiter ist, sie ist in dem Buch
ist sie kein Opfer. Also ich feuer sie sozusagen die ganze Zeit so an und denke, oh Mann, und du irgendwie wirst du es schaffen. Auf dem Bahnhof Zoo, im Damenklo. Auf dem Bahnhof Zoo, im Damenklo. Ich muss jung sein. Süßes Kind. Dieses Kind, sag geschwind, wer bist denn du? Hey, dieses Kind, sag geschwind, wer bist denn du? Deine spitzen Lederschuhe, deine zerfetzten Rubberstockings, dein Minirock aus Einkaufsnetz. Dieses Kind. Denn die Figur Christiane F. Oder also die reale Person Christiane F., deren Leben hat sich natürlich durch dieses Buch sehr, sehr stark verändert. Ja, und es ist interessant zu sehen, dass auch seit dem Buch bis heute es eine starke Faszination auch an der Frau selbst gibt. Es ist das Kind vom Bahnhof Zoo, the one but not the only. Es ist Christiane F. Meinst du, du kriegst irgendwann mal die Chance, diese Vergangenheit loszuwerden? Ja, das wird auf jeden Fall auch auf mich selbst ankommen. Ja, Platon, genau. Vermutlich haben alle Deutschlehrer simultan das Beben in der Macht gespürt und sich entschlossen, maximal zu ignorieren, was eigentlich in dem Buch kritisiert wurde. Genau, ne? Also, das ist doch jetzt schon wieder eine super krasse Beobachtung, oder was? Du hast diese Sprachmenschen, ne? Die irgendwie Sprache vermitteln wollen in Schulen, über Sprache und über Sprache reden wollen und dann ein Buch vorstellen und das offensichtlich überhaupt nicht einbetten können in den eigentlichen Kontext. Ne? Sie sind gar nicht dazu in der Lage, das mit ihren kleinen Schleimwichsern zu interpretieren, wie Sebastian Krämer es sagen würde. Das ist doch der komplette Fail, oder was? Wie kann man denn? Also, das geht doch gar nicht. Das ist doch richtig dumm. Hast du in den letzten 6 Jahren den Weg zurück in die Gesellschaft gefunden? Frag mal meine Nachbarn. Ja, meinst du, wissen das besser? Ja, vielleicht. Kann man überhaupt sagen, dass man irgendwann mal ganz weg ist davon? Gibt es das bei Heroin? Bestimmt. Das bestimmt, gibt es. Ja. Also Sie sagten vorhin, dass Sie heiraten möchten. Möchten Sie auch Kinder haben? Und jetzt haben Sie doch einen Sohn. Und kann man sagen, dass das irgendwie das Beste Mittel ist gegen Drogensucht, eine Verantwortung zu übernehmen für jemand anderen als ich? Nein, auf gar keinen Fall. Wie wirkt Heroin, wenn Sie das nehmen, nachdem Sie 4 Jahre lang nichts gehabt haben? Also nach so einer langen Phase clean sein? Mhm. Wie wirkt das? Wirkt es dann eigentlich relativ enttäuschend, wie eine Schlaftablette. Ja, es wirkt wie eine Schlaftablette. Diese Frage. Jetzt ist sie clean. Jetzt ist sie wieder nicht clean. Jetzt ist sie clean und jetzt ist sie wieder nicht clean. Und wenn sie nicht clean ist, müssen wir alle ganz böse mit ihr sein. Und wenn sie wieder brav ist und wenn sie wieder lieb ist, dann sind wir auch lieb. Wie kann man das dann als Mensch nach der... Ja, das ist sozusagen so ein Reality-TV-Vorschuss schon gewesen. Ne? Das ist so ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Mit irgendwelchen Influencern, die ihr Privatleben sozusagen kommodifizieren für Klicks. Ne? Und die wollte das ja gar nicht. Aber das war, dann ist das, was dann so Spiegel TV und so daraus gemacht hat. Wenn man diese Geschichte erlebt und verbalisiert hat, wie kann man als Mensch dann zusätzlich noch damit klarkommen, ja, plötzlich guckt euch das an. Das Gesicht einer gesellschaftlichen Krise zu sein, stelle ich mir sehr schwierig vor. Ja, hätte man die nicht eher mit einer Wärmflasche ins Bett, keine Ahnung. Und es gibt eine große sozusagen Faszination natürlich von Geschichten, wo junge Frauen zerstört werden, sie ihre Körper zerstören. Das ist faszinierend für viele Leute, damals wie heute. Ich glaube schon, dass sie eine Ikone sozusagen geworden ist, auch international, ja, allerdings wirklich eher als Kunstfigur. Na und ich meine,
das ist ja eine normale Marktdynamik, ne? Eine normale Wettbewerbssituation. Es gibt irgendwie die übelste Story und die normalen User daraus wollen immer mehr darüber lesen und sie wollen es auch redundant. Sie wollen von jeder Zeitung immer wieder Artikel darüber lesen, wie es ist jetzt mit Christiane F. Ne? Das heißt, wenn du als Redaktion dich dagegen entscheidest, machst du halt einfach weniger Profite und stirbst im Wettbewerb. Das heißt, du musst es machen. Und so ist das auch heutzutage bei YouTube. Ne? Irgendein Scheiß passiert in der Welt oder irgendein Rezo macht ein Video und was passiert? Rezo geht viral mit seinem CDU-Video und dann kommt jeder kleine Pisser und macht ein Reaction-Video auf Rezo. Einfach nochmal. Ne? Also das ist genau das. Ne? Da ist keine Information, da gibt es überhaupt keinen Mehrwert. Es ist einfach nur noch mehr Traffic. Erinnert ihr euch in den, ich weiß nicht, ob das in den 90ern war oder in den 2000ern? Was, warte, ich komme gleich drauf. Was beeinflusst hat, ist einmal natürlich diese Ästhetik, also dieses blasse, kaputte, diese Augenringe, die strähnigen Haare, aber auch diese Faszination am Verlorengehen. Und zwar auf RTL gab es so eine Privatproduktion, die auch in die Richtung ging. Die hieß irgendwie Claudia Horrortrip auf dem Babystrich oder so. Könnt ihr euch daran erinnern? Und ich weiß noch genau, wie das Marketing dazu war. Das Marketing war, offiziell wird das Narrativ erzählt, oh, hier wird ein Drama erzählt über ein junges Mädchen, das sich prostituiert und alles ist furchtbar. Das Marketing, aber der Trigger war immer dieses Mädchen in ihrem weißen Schlüpper. Und die war extrem erotisch dargestellt. Ne? Das war genau das Gegenteil von dem, was ich mit dem Seasoning-Haus erzählt habe. Das war typisch RTL Bild-TV-Marketing-Propaganda-Scheiße. Ne? Oberflächlich, ja, wir erzählen hier eine dramatische Story über irgendwas ganz Furchtbares, aber in Wahrheit ist es auf allen Ebenen Clickbait. Richtig, Male Gaze, ganz genau. Also, ich weiß nicht, also Leute, die in den 90ern groß geworden sind, können sich da garantiert daran erinnern. Ich weiß nicht, wann das war. Vielleicht war das 2000, vielleicht war das 98, vielleicht war das 2003 oder so. Irgendeiner von euch kann bestimmt mal googeln. Die man ja in dem Buch auch so spürt, wie sie hineinfällt, sich hineinstürzt. Genau, Natalie Endstation Babystrich. Faszination, ich finde, das merkt man auch heute in Berlin. Manchmal noch zu viel, also manchmal noch zu exzessiv. Also dann 3 Tage wach, nicht mehr schlafen gehen, einfach weiter feiern. Und ich mache jetzt einfach weiter, ich denke nicht an morgen. Und wenn ich kaputt gehe, gehe ich kaputt irgendwo. Das ist gefährlich. Also ne? Das war einfach normal, also dieses Natalie Endstation Babystrich war einfach nochmal ein Revival von derselben Marktdynamik. Bloß rein fiktiv und deswegen viel besser noch zu vermarkten. Das Buch handelt von Ausbeutung und es ist dann so bezeichnend, dass am Ende das, was mancherorts bleibt, ist halt wiederum nur die Ausbeutung. Also die Ausbeutung der Ästhetik, die ja aber den Hintergrund realer Personen, realer Erlebnisse und einfach auch einer damals lebendigen Underground-Kultur war. Und ich würde das Buch zum Beispiel gerne benutzen, um mit meinen eigenen Kindern ins Gespräch zu kommen. Und zwar gar nicht nur über das Thema Drogen, sondern auch über wirklich so Themen, die einen das Leben lang beschäftigen. Es geht um Themen wie Ausbeutung, Machtstrukturen in der Gesellschaft. Ist immer noch das richtige Buch dafür. Ja, ich lebe immer noch von den Tantiemen vom Buch, weil ich kann dieses ganze Image schlecht abschütteln. Es verfolgt mich doch immer wieder. Ich habe einfach nicht meine Ruhe gehabt. Man hat mich nicht in Ruhe gelassen, mit anderen Worten. Da sind immer irgendwelche Leute an mir interessiert, die mich einfach nicht ruhen lassen und mich nicht mein Ding machen lassen. Ja. Also weiter möchte ich da gar nicht drauf eingehen.
Wir sind ganz allein in diesem Wahnsinnstal. Vor der übrigen Welt liegen ringsrum die senkrechten Kalkwände. Es kommt kein Geräusch von draußen rein. Das einzige Geräusch machen die Wasserfälle. Wir wollen uns Blockhäuser da unten bauen, einen riesen Garten anlegen und Tiere halten und alles da haben, was man zum Leben braucht. Den einzigen Weg, den es aus der Grube gibt, wollen wir wegsprengen. Wir hätten sowieso keinen Bock, je wieder nach oben zu gehen. So, wartet mal. Guckt euch das hier mal an. Warte mal, kann ich das größer machen? Ja. So. Seht ihr das? Wie sieht das für euch aus? Hm? Wie sieht diese Verpackung für euch aus? Versteht ihr das? Als diese Scheiße rauskam, der erste Teil, da war ich 8. Dann gab es immer wieder Nulle-Teile, wurden gedreht. Und die wurden auf RTL oder wo auch immer, irgendwo im Privatfernsehen, so vermarktet. Von wegen, guck mal hier, eine übelst geile 18-Jährige, die eine 14-Jährige spielt, die sich prostituiert. Und jetzt denk nochmal drüber nach. Was suggeriert das jungen Männern? Wo wird da sozusagen das völlig falsche Signal an der falschen Stelle getriggert? Versteht ihr das? Das ist genau das, was aus Wettbewerb entsteht. Ne, das ist jetzt hier die komplette DVD-Box, alle 5 Teile. Aber wenn wir alte, wir können ja mal gucken, ob es alte Werbeclips dazu gibt. Endstation. Babystrich. Werbung. Guckt mal, es wird sogar mit Christiane F., wir Kinder vom Bahnhof Zoo, zusammengetaggt, damit der Algorithmus das miteinander verbindet. Hier. Seht ihr dieses Cover? Also, ich kann mich noch genau erinnern, die Werbung war so. Die Werbung war richtig hochgradig sexualisiert. Ne? Aber da war sozusagen, da wurde quasi in der Vorschau schon sozusagen Vergewaltigung angedeutet, aber immer mit diesem erotischen Unterton. Und das war in den 90ern. Und es wurde vermarktet als... Das ist hier jetzt aber ein gesellschaftskritisches Drama mit einem kritischen Blick auf ganz schlimme Zusammenhänge. Und das, was danach kam, war nur noch Reality-TV und Trash-TV. Ne? Da kann ich mich noch genau dran erinnern. Ne? Da war ich 8, als der erste Teil rauskam. Was für ein Scheiß. Was für ein Scheiß. Was für ein Abfuck. So, Leute. Richtiger Abfuck. Das ist das, was Bild TV und RTL macht, ne? Und Bild TV erinnert euch, Bild-Zeitung, das ist auch das, wo man immer auf der einen Seite immer die nackte Alte hatte. Immer diese 18-jährige Studentin, die ihre Titten zeigt. Das ist auch die gleiche Zeitung, ne? So, ihr wisst jetzt, was passiert. Ich hole jetzt Bier und so und ja, ihr wisst, ne? Ich drücke jetzt hier die Buttons und so.